Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76. Das Team ist etwas geschrumpft. Wir haben einen vermissten Kameraden, das ist der Volker 1966. Dabei sind immer noch der Psycho Dead, Hallo. der Lexi ist dabei, Hallo. der Neo 83 Hallo. und der gestörte Hamster. Ich grüße euch. Und da im Moment immer noch die Fleischhäppchenwoche läuft, haben wir gedacht, ja, wir machen das nochmal. Und weil Volker uns verlassen hat, haben wir ihn zur Strafe gemeldet. Nein, das war der gestörte Der Hamster. gestörte Hamster hat ihn Hat ihn zur ordnungsgemäß Strafe gemeldet. zur Das Strafe passiert jedem, gemeldet. der zu früh einfach das Team verlässt. So sieht das aus. Also, Wenn du Threat bei Bethesda. wer sich unserem Team anschließt und es zu früh verlässt, der wird bei Bethesda gemeldet. Ihr wisst, dass der So Volker die geil. Folgen schaut, oder? Ja, das darf er. Ja, Wieso weiß er das noch nicht? Das sollte eigentlich auf Martin zurückfallen. Zu spät. Jetzt weiß er die Wahrheit. Volker, verzeih mir. Das ist so geil, ich muss nur noch machen. Der Martin hat sich getrennt. Er ist ziemlich zu früh, meine Rakete. Ich meine jetzt wirklich die Rakete in Fallout 76, liebe Zuschauer. Oh. Und der meldet dann. Ja, aber ich meine, das. Boah, Thorsten, jetzt warst du super laut, aber super laut. Oh. Das sagt mir aber alles. Du kleiner Frühstarter, du. Ja. Was das soll ich gilt nur dazu? Für Fallout 76. Mädels, sonst ist alles okay, falls ihr eingeschaltet habt. Ja. Willkommen zur 303. Folge von Übersteuerung Simulator. Okay. Ach, ist das nicht der Übersteuerungs-? Leute, warum bin ich jetzt allein bei 1A Häppchen? Verstehe ich nicht. Na, du bist, ich bin auch noch hier. Wo bist du denn? Ja, ich bin schon längst bei 1A Häppchen. Ja, was schon machen? Welle 1 von 4. Und Neo, was machen wir jetzt beide hier gerade? 1A Häppchen. Bei den anderen 1A Häppchen vielleicht, ja. Ich wollte ja nur wissen. Achso, es läuft. Nein, ach, es ist immer nur ein 1A Häppchen. Wie das schon immer gewesen ist. Nein, das läuft irgendwie parallel. Ja! Ich wusste nicht, dass das geht, ne? Jetzt Spaß mal damit, was das mit dasselbe Platz parallel laufen kann. Also an zwei verschiedenen Orten, wusste ich nicht. Ich dachte, das geht. Ich glaube, zwei oder drei 1A-Häppchen laufen immer, ne? Parallel? Ja. Hab ich noch nie gesehen. Ja, aber doch. Ja. Kann sein. Ja, jetzt aktuell ist zum Beispiel links im Waldgebiet. Nee, Geschichte am Lagerfeuer. Oh, nee, aber doch, im Waldgebiet ist. Du bist bei den ganzen Anfängern, bei den 1er-Häppchen. Ach, bei den Anfängern? Ja, gut. Bei den leichten. Da sage ich nichts mehr zu. Ja, wollte ich ja nicht. Ich wollte zu euch. Ist bei jemandem von euch der Martin nicht im Hauptmenü? Ich würde nämlich gerne ins Team einladen, weil wir ein paar zwei haben. Nee, ist Martin noch nicht drin? Kommt überhaupt nicht in Frage. Nee. Ich kann ihn nicht einladen. Kann ihn jemand einladen? Mir geht's auch nicht. Wie sind wir jetzt eigentlich im Ganzen? 1, 2, 3, 4. Habt ihr mal einen in deinen Oberschenkel reingehauen? Oh, jetzt haben wir alle drei Defekte. Das liegt daran, ich habe jetzt eine neue Mutation, Anti-Drachen-Mutation. Und alle, die zu den Drachen gehören, die können mich dann nicht. Oh, hier tanzt ein Bärenkopf. Ey. Huch, das war weg. So, ich komme jetzt zu euch. Ist ja total langweilig da alleine mit den läppischen Ach. Viechern. Ja. Und da kommt auch eine Todeskralle. Ja, das stimmt. Eine ne Stufe 2 Todeskralle kommt da schon mal. Ja, ganz bestimmt. Sag mal, wieso komme ich da nicht hoch? Weil Lexi da oben so, sich so breit macht. Ach, ich liebe das. Kennt ihr das, wenn die falsch spawnen? Ich sollte eigentlich schon ein bisschen spawnen. Aber das ich spawne nicht an den Also, das ist mir noch nie passiert. Ja, das ist herrlich. Dann hast du noch nie Fallout gespielt. So. 1A Häppchen. Hey. Welle 4 kommt jetzt. Boah, ich komme hier nicht hoch. Ich muss noch ordentlich rohes Fleisch essen. Nee, ich komme nicht. Musst mal ein bisschen vom Berg aus. Oder hast du die richtige Karte drinnen vielleicht?
Ach, Volker ist ja raus. Im Dutzend seltsame. Alles klar. Alles klar. Ich habe ja Inspirieren drin. Ich kann ja im Dutzend seltsamer nicht raus. Du musst in mein Team kommen. Dann kriegst du die Karte. Alles klar. Auch hier ist gar keiner mehr im Team. Ich bin jetzt hier nur noch mit dem Panzer. Neo ist raus. Wieso ist Neo raus? Ich bin jetzt wieder drin. Ich bin abgestürzt. Und den Hamster, ich kann hier gar keinen mehr reinladen. Jo, Verbindung zum Server getrennt. Oh Gott, ich muss nochmal anklicken, damit das Event überhaupt startet. Oh, hier ist der riesen Einsiedlerkrebs, ja. Ja, ich komme jetzt hier rein. Starten. Das ist ein legendärer Krebs, oder? Ja. Ich wollte gerade looten, er war aber noch nicht ganz tot. Man darf ihn ja nur looten, wenn er schon tot ist, ne? Das ist der Tote. Tot ist er jetzt. Toto. Jetzt ist der Toto tot. Jetzt kann ich hier hochhüpfen. Toto und Harry. Das sind meine Kollegen. Toto und Harry. Jetzt geht los. Jetzt geht los. Aber, okay. Machen wir. Ich frag dich später, was du ist. Alles klar. Jawohl! Bald haben wir Stufe 97. Endlich! Dann komme ich langsam in Richtung Martin. Jo. Ja, genau. Das heißt, du levelst nach unten, ja? Ach, Klebstoff sollte ich mal mitnehmen, ne? Ich großklappe hier, ne? Vorhin, ich habe keinen Klebstoff mehr. Und wieso sind die schon alle leer? Ach, weil ich nicht auf die rumgeschossen habe. Ja, ja, ist immer so. Dann bekommst du auch nichts. Ist jedes Mal so. Hey. Ja. Ich muss noch ordentlich Fleisch zubereiten. Säure. Das ist der nächste Punkt. Wärst du jetzt in mein Team, könntest du alle looten. Optische Glasfaser lasse ich und da ist schon wieder liegen. Ein Sahäppchen, Leute. Ja. Gehen wir da. Ja, wollen wir nicht erstmal ein Team gründen? Gerne. Na klar. Oh. Am 1. Oktober ist wieder Serverwartung. Das ist ja heute. Also das morgen. Das ist ja heute Morgen. Ja, wieder was? 16 Uhr noch was, ne? Waren die überhaupt schon mal online? Bis 16 Uhr, ja. So, ich versuche euch alle einzuladen. Also den Hamster, den Neo haben wir jetzt drin. Jetzt brauchen wir bloß, der Lexi müsste, ist jetzt, wir sind ja immer ich noch. Ich hab den Lexi erstmal rausgeworfen. Damit das ist gut, immer weg damit. Ey. Nee, so ist weg. So, Spieler melden, noch ein Spieler. ich hab jetzt, oh, das ist der Grams Fleischhabber. Wollen wir da hin, zum Fleischhabber-Event? Ja, gerne. Das haben wir, da können wir noch mal an der Kurbel ein bisschen drehen. Ja. Ist auch ganz nett. Ja. Fleischhabber ist gut, ja. Jo, genau, das ist lustig. Richtig, auf geht's. Was? Psychodad hat Neo gemeldet? Ja, absolut zu Recht. Die Meldung gehen an Bethesda gehen neuerdings an Thorsten. Und jetzt schreibe ich auch schon die Entschuldigung, genauso wie der Hamster. Oh, das war so geil, das war echt episch, ohne Quatsch. Das war richtig lustig. Psychodad hat Neo wegen Rauchens am Internet gemeldet. Ja, ganz schlimm, diese Raucher. Ja, das man alle vier Teile. Ich würde den Kurbeldreher jetzt wieder machen hier, weil sonst geht das hier nicht vorwärts. Ich bewege jetzt die Kurbel, jetzt! Da müsste sich noch einer dran beteiligen, weil das schaffe ich nicht alleine, die drei Keulen hier einzuholen. Der Rest müsste mir dann praktisch mit den Rücken frei halten. Oh, ich will es heute unbedingt nochmal tun. So, aber der legendäre Hamster ist auf dem Weg. Was hat Danilo gesendet hier? Der legendäre Hamster ist unterwegs. Mhm. Oh, ouch! Oh, Neo, was hast du da gesendet? Oh, böse! Das muss ich sehen. Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen, Danilo? Was denn? Das ist mir als kleiner Junge passiert. Und zwar sind wir an so einer kleinen Betonmauer, so eine Platte, die zwischen zwei so Eisenpfählen eingesetzt wird, auf ein Garagendach gestiegen. Oh. Und es war Winter. Und ich bin von dieser Platte abgerutscht und rittlings aufgesessen. Oh. Mehr sag ich nicht dazu. Autsch. Das klingt ja schon beim Zuhören. Also ich kann nicht. Ja, das geht immer weiter runter. Geht der Balken jetzt rückwärts oder was passiert hier? Wenn nichts gemacht wird, ja, dann geht er, glaube ich, wieder dreht zurück. Dreht da noch einer hinten mit? Ja, ne, ich sehe das jetzt hier so schlecht. Du kannst dich nicht bewegen hier.
kann nicht mehr hinten drehen. Hier hängt ein Fleischstück noch dran. Hamster, kannst du da noch drehen? Sonst hier passiert nichts. Das geht rückwärts. Was ist denn jetzt mit der Teamaufstellung? Der dreht hier ein. Hamsterchen, geh mal an diesen Grill daran. Beweg die mal bitte. Ja, weiter geht los. Teamaufstellung. Teameinladung an Lexi gesendet. Lexi, okay. Du hast die wahnsinnige Teameinladung bekommen. Ich werde mal versuchen, den Psycho-Dad noch einzuladen. Da sind wir zu fünft im Team. Psycho? Ja, gerne. Ich bin gerade wieder überladen. Ich schicke dir meine Teameinladung, ne? Ja. Oh, Leo! Überladen sei nicht so schlimm. Das Team ist ja bereits voll. Keine Kinder für den Mann. Wir sollten Bethesda vielleicht mal einen Brief schreiben, dass sie für uns vielleicht ein 10er-Team oder so aufmachen, möglicherweise. Ja, bin ich auch für. Hier passiert gar nichts übrigens. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Sehr gut. Und hier passiert nichts. Also 3 Grills werden bewegt, ja? Ja. Dann müsste es eigentlich. Aber da unten passiert wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich glaube, das läuft schief heute. Ich bin gleich da, es geht ja los. Und ich werde schon mal eine Nachricht an Bethesda schreiben, dass das alles nur an Lexi liegt. Und warum? Weil ich überladen bin. Das liegt alles nur am BGR. Jetzt bin ich über die erste Putenkeule drüber hinweg. Alles in am Drehen, ja, ist so super. Jetzt kommt hier so eine Schafskeule, das schaffen wir jetzt nicht hin. Oh ja, wir sind schon beim Steak. Das könnte ja noch klappen, jetzt haut's hin. Nun komm, macht mit, Leute. Ich hab die Eichhörnchen. Los, ja los, oh, ich bin beim Drehen, yeah. Das ist immer das Schwerste, finde ich, hier, sich an Grillen zu stellen und zu drehen. Oh ja, und da sieht man vor allem nie, was da los ist. Ja, das ist genau, ey. Oh Mensch, nun komm vorwärts. Wir schaffen das noch. Los. Weiter. Irgendjemand hat da ein Tier da niedergeschossen. Komm, das letzte Kotelett ist rot. Ah, geschafft. Schön, sehr gut. Yeah, Gegenstandsbelohnung. Yeah. Gesalzener Fleischklopfer-Mod habe ich bekommen. Hey. Und ein Levelaufstieg. Stufe der 96. Ja, der Typ hat doch was geschossen. Was hat die was? Schon wieder PvP? Ja, diese Vectra, aber. War mal ein Unfall oder was, ne? Der, nee, der Nein, das war kein nicht Unfall. Wirklich. Das wer schießt denn hier auf wen? Ja, wer ist das? Der Vector. Hey Junge, raffst du das nicht? Liebe Zuschauer, Kinder, wir müssen alle zur gleichen Zeit den Daumen nach unten machen. Das wird ja so geil. Ja, das machen wir. Lass alle 3 zur gleichen Zeit. Zack. Warte mal, wo habe ich meinen Daumen? Warte, ich muss ihn erst mal weiter an den Fleisch, Fleischwoche, Graham, lieben Woche von Fleisch. Hier, du Horst, kannst du mal gucken hier? Fleisch, Fett, Graham, essen Fleisch. Wo ist er jetzt, der Typ? Weg oder was? Nee, der steht hier. Fleisch, in dem gestörten Hamster. Buh! Wer nicht essen das Fleisch? Jetzt redet der im Gebiet. Er redet im Gebiet, ne? Was sagt er? Was? Ich hab's nicht verstanden. Er schießt schon wieder auf mich hier, ja. Warte mal, ich hab bestimmt mal Mini-Atombomben. Schmeiß ihm nachher, check ihm die. Nee, hab ich keine. Raketen hab ich genug. Neo, hau mal ein Ding hin, los. Hab ich keine. Ey, du einsames Würstchen. Du hast hier 1000 Glasfaser auf die Gründe. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, wieder welche zu machen. Aber leider gerade keine. Wo ist denn sein Camp, die Leute plus eine Atombombe abzusetzen? Er schießt zwar auf uns, aber der macht keinen Schaden. Ich glaub, nee, warte, nee, du darfst bloß nicht zurückfeuern. Nee. Ich glaube, der provoziert. Ja, lass ihn provozieren. Mich hat er auch geschossen. Ich lass das Blindschiff provozieren. Ja. Den kleinen Dussel. Ja, aber viel Leben hat er auch nicht mehr, ne? Das ist kein Camp. Mann. Los, komm, wir zerstören sein Camp jetzt und melden das. Das könnten wir. Hamster, jetzt könntest du mal eine gute Tat machen. Melde ihn! Ach wo. Lass ihn sich doch glücklich schätzen. Ich hoffe, dass er die Munition dann noch hat. Obwohl die nächste herbekommt. Was hat er die ganze Zeit gesagt?
Was hörst du? Was auf in welcher Sprache? Ich weiß nicht, ich höre nichts. Der Red hat den Mikrofonknopf gedrückt, aber ich höre nichts. So. Ich höre ihn aber. Wer hat zu verstehen? Fleisch lecker, Fleisch fett, Gram essen, Fleisch kommt. Er ist beim Munition wechseln. Wer essen das Fleisch? Wer essen das Fleisch? Menschen! Hier, komm. Wer nicht miau. Essen das Fleisch? Mau, mau, mau. Oh, er, das sieht aber auch albern aus, ne? Wenn, wenn keiner mitmacht hier, ne? So eine arme Socke, ey. Oh, Graham hat gerülpt wieder, ne? Ich mag den voll gerne. Ja. Der ist so lustig. Ja, der ist lustig. Ich mag den auch. Kann man den kaufen? Kann ihn einer fragen? Ich würde den echt gerne als Kollegen haben, weißt du, dass er mit mir rumzieht durch das Ödland. Ja, ich würde ihn gerne reinsetzen, so in meinen Roboterkäfig. Ja, oder so, ja, das wäre cool. Der fetzt doch, der Junge. Was? Der ist so. Wir haben alle Angst, Junge. Sag mal, das ist der Hammer, ey. Die anderen haben auch alle die Backe voll, ey. Junge, raffst du es nicht? Alles kotzt vor ihm aus. Graham glauben, nächstes Fleischhopper werden noch größer. Fleischwoche. Na gut, wir gucken mal. Viele Chancen für große. Ich setze mich mal hin und dann gucke ich mal auf die Karte, was man noch alles machen kann wegen Fleischhäppchen. Ja. Spielt mal noch ein bisschen mit ihm. Oh, gerne, gerne. Alles klar. Guck mal hier, ob hier noch irgendwas ist. Oh, hier ist noch ein Event Fleischhäppchen. Komm, wir gehen da hin. Gleich über dem Atombombengebiet. Okay. Schnellreise nicht möglich. Hä, warum? Weil ich sitze wahrscheinlich, ne? Ja, beim Sitzen kann man nicht. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Satt von Fleischhäpper. Wie lange geht das noch? Geht vor 3 Minuten begonnen? Teilnehmer einer. Ich gehe mal hin. Folgt ihr mir? Ja. Ja. Gut. Mal sehen, ob der kleine Spieljunge mitkommt. Dann können wir ihn ja vielleicht adoptieren. Ja, das ist schön. Ich brauche nämlich noch jemanden, der meinen Fusionsgenerator wartet. Oder Neo, suchst du noch jemanden? Also ein Clown für die Stimmung kann nie schaden. 1A Häppchen verlassen. Wieso habe ich 1A Häppchen verlassen? Bäh. Spiel, was ist los mit dir? Jungchen! Was los, Hamster! Ja, Hamster, lass uns zu Quincy gehen. Das ist Jungchen, das ist kein Minecraft! Das ist kein Minecraft! Das ist Alter! Ja, wenn wir spielen, sind wir glücklich. Oder nicht? Ich wollte, es ist kein Minecraft. Ich bin schon wieder zwischen den Pfahl durchgefahren. Die 1A Fleisch, hab hier weitere 1A Bestien kommen jetzt. Ja, das ist aber leicht. Steht auch drin in der Beschreibung. Aber das macht ja nichts. Ich müsste, glaube ich, mal wieder in Skillkarten. 96 bin ich jetzt. Also langsam komme ich in deinen Bereich, Martin. Ja, ist klar. Und jetzt habe ich im Dutzend seltsamer zweimal wieder. Wer hat die geteilt? Ich glaube. Hey, supi, da kann ich nämlich mal inspirierend reinhauen. Perfekt, Leute. Das war lustig eben, ne? Jo. Hm, was denn? Mit dem Kleinen da, ne? Ach so, ja, der Jüngchen, ja, das ist, dass er noch so lange wach bleiben darf. Ja, das ist, manchmal ist es schon ein bisschen suspekt, ne? Das stimmt. Tja, was ist los hier? Welle 2 von 4.
Man merkt wieder, dass ich mit meiner Lieblingswaffe unterwegs bin. Die erleidet Schaden. Ach, kick mal der kleine Timmy. Den hat er für mich gebaut, den Stuhl. Der kleine Hamster. Frech wie er ist. Oh, da hinten kommt Besuch, Leute. Ja, mit der Bewaffnung in dem Gebiet hier bei dem Ereignis keine Chance, ne? Ja. Besuch, Freunde! Ich verteile gerade Skills und hab gerade keine Zeit. Sag mal, was ist los mit dir? Was stimmt mit dir nicht? So, Welle 3. Welle 4. Ich wundere mich, warum das hier so nach Fuß riecht, aber ist okay. Wieso? Was jetzt? Nein, ist gut. Alles gut, Lexi. Ich finde das. Ich empfehle da immer waschen. Nein, die sind ja gereinigt. Also Lexis Füße sind gereinigt. Ich dachte ja an deiner Hose. Oh! Okay. Endlich sind alle Raketen. Das Problem ist das Gehstock. Ey, ich fasse es nicht. Hey, Wahnwitz! Ich hab das Pirscher Zahnstocher gekriegt. Yeah, jetzt haben wir schon die nächste Witzfigur. Wieder einer? Ach du Leber. Ich gebe ihm mal ein Herz hier. Play Fortnite for free. Ja, das sind die Kinder, die aufbleiben durften. Da ist wahrscheinlich der Fortnite-Server abgestürzt. Das kann passieren. Mhm. Aber da müsst ihr auch ein bisschen Verständnis für haben, ne? Das stimmt, das stimmt. Das sind so welche Witzfiguren, Alter. So. Ja. Oh, rare. Alle hier, nö. Und die gehören auch zusammen. Aber die müssen, doof oder was? Das ist Stan und Olli, ist das. Stan Laurel und Oliver Hardy. Ihr seid durstig, Jungs. Aber das macht nichts. So. Schauen wir weiter, wir sind bei 23 Minutes. Kriegen wir noch ein 1A Fleischhäppchen-Marathon-Event hier? Stimmt, wir wollen die Fortnite-Kiddies ja nicht so lange warten lassen. Nein, das ist keine Kritik am Fortnite, ich warte einfach noch nicht. So. Ja, im Moment ist hier erstmal Ruhe. Ja. Vor allen Dingen ist das so kernig, du stehst hier, das ist so, ey. Munitionsverbrauch und. Wenn sie Spaß dran haben. Die optischen Glasfaserbündel hast du oben rausgeholt, Danilo? Ja. Gut. Und die neuen auch schon, wie ich wieder reingeschmissen habe? Na, irgendwas um die 20 waren drin. 26 oder was? Ich habe ja schon wieder. Ich glaube, neue habe ich schon wieder reingepackt. Du brauchst sie ja immer, ne? Okay. Ja, nehme ich noch. Wie viel hast du schon zusammen an Kohle? Was müssen wir noch machen? Ich habe 18.200. Das heißt, wir müssten noch ein paar Events machen, um die nächsten Mutationen zu verdienen. Genau. Achso, du wolltest ja Kohle haben, ja. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ach, wieder was machen wir denn da? Da muss ich mal gucken gehen. Also zwei, drei Sachen sind hier so auf in die Lüfte und. Ja, dann los! Enklaven-Event, verlorene Verbindung, das hatten wir vorhin. Ja, das hatten wir vorhin, ja. Ja, auf in die Lüfte könnten wir machen.
Dann würde ich jetzt aber die Aufnahme beenden, weil wir jetzt schon wieder bei 25 Minuten sind. Bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.